Oh. Ups. Etwas wenig Tiefe in dieser Raumstation und auch kein Glas. Meine Taschenlampe ist wieder hier. Okay. Ein Zug gibt's nicht und das leuchtet gerade. Irgendwas wackelt, wenn man das einsetzt. Okay. Ah. Wie? Telepo. Ups. Escape. Wenn die Taschenlampe so ruhig stehen bleiben würden. Das wird noch ein Puzzle. Aber wo sind die letzten Teile? Okay, noch eins. Ups. Ist wahrscheinlich dann zum Überprüfen. Ah, hier ist noch eine. Karte drin. Perfekt. Der schwächste Astronaut hier aller Zeiten. Ah. Ach, super, sogar richtig. Sonst scheint es hier nicht zu geben. Kann man also nicht verdrehen. Nein, du passt hier. Du passt hier. Du passt hier. Den will ich hochheben jetzt hat. Du passt hier. Der. Nuchala. Das ist grün, das ist grün. Ihhh. Ich sehe meine Chevrons sich bewegen. Fahren Sie auch mit diesem Zug? Irritierend, man sieht nichts von der Raumstation außen rum. Es sind anscheinend wirklich bloß diese zwei Räume. Gehen wir mal davon aus, dass hier man sieht eine leichte Hülle. Nehmen uns den Deckel. Super. Okay, wir haben eine Raster. Oh, es hat in der Mitte rot markiert.
Aber wie weit ist das Raster weg? Ich sehe die blinkenden Sterne, es ist nicht das Problem. Ciao. Doch, ich nehme auf. Ciao. British. Okay. Teleportieren wir uns. Okay, es gibt hier nichts, wo wir uns weiter vorteleportieren können. Sind also am vorderen Teil des Schiffs. Die Markierungen sehen aus, als müsste man da in der Entfernung anhalten. Aber was muss ich eintippen? Das ist meiner. Das? Ah, okay, die Schalter sind in die Ausführungsposition zurückgegangen. Chinesisch. Okay. Okay, das war's auch nicht. Gibt's irgendwas da? Eine Sekunde. Nicht abhauen, nicht abhauen, nicht ab, nicht. Ah, es ist ein Glas hier. Ist gar keine Kuppel nach außen. Bitte bleiben. Okay. Null eins. Kann man irgendwo 01 eintippen? Machen wir noch ein paar Schränke auf. Italienisch? Amerikanisch? Werden immer mehr hier. Hier kann man nichts öffnen. Zu 230 Volt. Meine Raumhöhe spielt gerade so mit. Aber nur gerade so. 230 Volt. Ups. Steht hin. Weg. Zweihundertdreißig Volt. Da oben schwebt er. Ist da das letzte? Okay, gehen wir mal weiter.
Es ist nichts. Fünf null. Steht aber auch nichts Sinnvolles droben. Zurück können wir auch nicht. Ich hätte ja auf dem Computer noch Informationen gegeben. Irgendwas übersehen? Nein. Nee, die Erde gibt uns selber auch keine Hinweise. War das die 6, die 50? Was ist da? Kann man aber auch nichts drehen, was sich verändert. 50. Müssen wir hier Blut lassen? Kann doch nicht sein. Muss doch irgendwas Sinnvolles geben. Zwanzig hier. Die Schrift ist verkehrt drum, es macht überhaupt keinen Sinn. Fuses. Zu 30 Volt. Die Steuerung, dass alles sofort immer aus der Hand fliegt, sobald man nur eine Ecke hier irgendwo berührt, ist leicht nervig. Okay. Fünf null müsste in der Ecke sein. Es kann irgendwie auch nicht so ganz die Lösung sein. Ich glaube, hier muss ich im Video mal ein bisschen schneiden, bis ich das raus habe oder durchgetestet habe. Kann ja nicht so viele Kombinationen geben. 50 und 50 und 6. Ich habe aber auch nichts zum Eintippen. Die blinken alle gleichzeitig.
Einer ist ja draußen. Muss doch mit der Lösung hier zusammenhängen. Ich habe doch gar keine anderen Spielsachen im Moment. Ah, das dürften die äußeren Punkte sein. 0, 0 und der hier auf 9, 9. Fallen die Sterne schon mal weg. Aber was sagen die mir? Ich habe immer noch keine Länderflaggen herin. Und soll das vielleicht die Länderecken sein? Auf einer Landkarte. Dann die 5, 0. Die 6. Ups. Die 6, nee. China wäre irgendwas mit der 9, aber ich habe auch keine 9 und nichts zur Hand. Die 6. Italien, Großbritannien und eine 0. Z. Mal ein bisschen dieses Krebs nachziehen hier. Gibt auch keinen Sinn, nicht? Hier sind die Putamauern. Uran. Urantech? Korb. Urantech-Korb. Warum steht hier alles verkehrt herum? Fünfzig, sechs, fünf. Alles verkehrt herum. Warte mal. Verkehrt herum ist ja auch in der Mitte angemalt. Es ist verkehrt herum. Was soll man hier sortieren? Es sind ja alle 230 Volt. Stehen sonst keine Informationen auf den Dinger. Okay. Könnte es Allgemeinwissen sein? Wie viele Raumfahrtnationen? Russland. Dann müsste es Russland sein, wahrscheinlich hier mit führenden. China 5, Italien 0. Ist sowas? Was bist du eigentlich? Du bist erst dann für die Tasten zum Eingeben. Du bist dann der Code. Okay. Die Sterne sind der Code. Aber wie komme ich zum Code-Tablett hin? Ich brauche fürs Feedback, dass ich hier die Türen zuschlagen kann.
ist das vielleicht was? Utz hat Utz. Ach ja, das wird wahrscheinlich Explosionszeichen sein sollen. Ha, hier steht's richtig rum. Urantech. Da hat eine Detektion an der Decke verhunzt. Und hier an dieser Wand. Was könnte die 40 sein? Ah, schmeckt wie eher wie eine 6 statt eine 50. Aber irgendwelche sinnvollen Zahlen können sie auch nicht sein. 50, 6, 0 und 5. Sterne im Ding entdeckt, keine Ahnung. Warte mal. Steht hier unten was? Und ich brauche einen Ort, an den ich mich aufhalten kann. Nein. Jetzt sitze ich am Boden und habe immer noch keine Ahnung. Kann doch aber auch nicht irgendwie so versteckt sein. Hier? Nein. Jetzt fies, wenn hier irgendwelche Zahlen stehen würden.